Willkommen zu einem neuen Trainingsvideo und zwar zu meinem neuen Rücken- und Bizeps-Training, mit dem ich garantiert noch einiges an Gains draufpacken kann. Insgesamt der Rücken sicher meine stärkste Muskelgruppe, aber gerade im oberen Rückenbereich, Trapezbereich, gibt es auf jeden Fall einiges an Verbesserungspotenzial und genau das nehme ich mit dem neuen Plan auch in Angriff. Wir befinden uns heute zur Abwechslung mal nicht bei mir im Homegym, sondern im Galaxy Fitness. Gibt es auch richtig gute Maschinen, vor allem die T-Bar Row am Anfang des Trainings ist einfach nur phänomenal. Dementsprechend nehme ich euch mit, zahlreiche Tipps und Tricks, die du auch in deinem Rückentraining anwenden kannst und damit sicher massive Gains diesen Winter erzielst. Dementsprechend hätte ich gesagt, starten wir rein mit dem Video. Das Ganze wird ein Voice-Over sein, dass ich mich wirklich aufs Training konzentrieren kann und euch so viele Inputs wie möglich während den Wiederholungen mitgeben kann, die du dann auch direkt anwenden kannst. Das heißt, Daumen nach oben und ab auf dem Kanal schon mal nicht vergessen, denn es kommen jetzt sehr viele Videos, es ist einiges geplant. Ich habe richtig Bock, Gas zu geben und das ganze YouTube-Game auf ein anderes Level zu bringen. Dementsprechend starten wir rein mit dem Pull-Training für maximalen Muskelaufbau. Und damit willkommen zu einem neuen Trainings-Voice-Over. Und zwar wird das Ganze gestartet mit einem V8 Nitro, ein entspannter Pump-Booster, auch mit Fokus dabei, Geschmack Tropical Pump. Richtig gut, der wird erstmal genüsslich am Laufband 5 bis 10 Minuten genossen, allgemeines Warm-up. Dabei checke ich meistens auch meine DMs und schaue mir den Trainingsplan für den Tag an, gehe einfach die Gewichte schon mal gedanklich durch und bin wirklich zu 100% dann im Training bei der Sache, aktiviere auch immer den Fitnessmodus. Dementsprechend bin ich da eigentlich auch nicht erreichbar, dass ich wirklich die Zeit für mich nützen kann. Beginne mit 2 Rotationsbewegungen, 12 bis 15 Wiederholungen, tu dann noch Arme kreisen und dann starte ich schon mit dem übungsspezifischen Aufwärmen. Und zwar der erste Aufwärmsatz, 50% vom Arbeitsgewicht, 8 bis 10 Wiederholungen sind jetzt bei mir 30 Kilogramm bei der T-Bar Row. Auch die Aufwärmsätze führe ich schon so konzentriert aus, als wäre es ein Arbeitssatz. Dann fühlt es sich im Arbeitssatz auf jeden Fall leichter an, da wirklich immer mit Fokus dran sein. Aufwärmsatz 2 waren dann 40 Kilogramm. Aufwärmsatz 3 waren jetzt 50 Kilogramm für 1 bis 2 Wiederholungen und dann bin ich wirklich vorbereitet für den Arbeitssatz, bin aber nicht vorermüdet und kann dann wirklich meine maximale Leistungsfähigkeit abrufen. Gerade bei der ersten Übung im Trainingsplan super wichtig. Wenn ihr zum Beispiel auch im zweiten Satz eures Trainingsplans stärker seid als im ersten Satz, dann war euer Warm-up einfach nicht gut genug oder nicht ausreichend. Hier jetzt mit den 60 Kilogramm T-Bar Rows wirklich meine absolute Lieblingsübung, um eine starke Rückenmitte aufzubauen. Denn hier können wir sehr gut den Trapez und die Rhomboideen stretchen. Denn diese setzen am Schulterblatt an und durch die Dehnbewegung nach vorne können wir wirklich die Muskulatur maximal in den Stretch mitnehmen, wodurch ich euch auch immer empfehlen würde, wirklich den Stretch kurz zu halten, hinten ganz in die Kontraktion gehen und dann hat man da wirklich ein perfektes Bewegungsmuster mit sehr viel Last in der Dehnung. Das heißt, vorne ein kurzer Stopp, Zug nach hinten, negativer, jeder Teil der Bewegung ist konzentriert und wenn ihr die Übung in eurem Gym habt, kann ich es euch wirklich nur empfehlen, die zu integrieren. Das ist jetzt auch schon der zweite Satz. Insgesamt mache ich auch im gesamten Training nur 2 Sätze. Dafür diese maximal produktiv und effektiv. Hier seht ihr jetzt noch Partials. Das heißt, im zweiten Satz hole ich da wirklich alles raus. Ich trage da noch alles in meine Trainings-App ein, weil nur wenn ich die Dinge auch dokumentiere, kann ich auch mit der Zeit feststellen, ob ich Progress mache, ob der Plan aufgeht und ich dementsprechend auch vorankomme. Übung Nummer 2, enges Rudern am Kabelzug. Mit so einem Mack-Griff, ich finde den Griff richtig gut, kann dadurch sehr gut meine Muskelfasern ansteuern. Ziehe hier gedanklich kreisförmig meine Ellbogen zur Hüfte. Der Oberkörper ist leicht nach oder bewusst nach vorne geneigt, um anatomisch einfach leichter und besser den Latt treffen zu können. Hiervon 2 Sätze, 8 bis 10 Wiederholungen, ganz nach vorne gehen und wirklich nach hinten ziehen. Und wie ihr seht, das Training hier ist intensiv, nah ans Muskelversagen. Dadurch, dass ich weiß, dass ich nur 2 Sätze habe, kann ich da auch wirklich all meine Kraft reinlegen. Dann weiß ich gedanklich, die Übung steht jetzt wieder in einer Woche an und dementsprechend hole ich jetzt in den beiden Sätzen alles raus, was geht, maximal bis ans Muskelversagen. Ich arbeite auch in Wiederholungsbereichen, das heißt 2 Sätze 8 bis 10. Wenn ich mit dem Gewicht die 2x10 erreicht habe, erhöhe ich das Gewicht. Hier sieht man, der Satz war intensiv, der hat gesessen und am Schluss halte ich auch noch bewusst den Stretch. Ja, ich runde hier bewusst ein. Ich sehe schon die Kommentare, mache ich hier bewusst, um den Lat nochmal richtig schön aufzudehnen, die Mind-Muscle-Connection zu stärken und den Reiz zu intensivieren. Übung Nummer 3, enges einarmiges Latziehen, vertikal. Wir haben schon die horizontalen Phasen, sage ich mal, gut getroffen. Jetzt noch eine enge Zugbewegung von oben, wo ich mich wirklich konzentriere, durch eine leichte Seitneigung die Dehnung von Grund auf der Bewegung auf dem Latissimus zu vergrößern. Gehe nur so weit nach oben, dass wirklich mein Lat, mein Schulterblatt noch fixiert ist, um wirklich die Spannung auf dem Latissimus zu halten. Spüre ich an der Stelle wirklich richtig gut und ist einfach eine super Übung, um sich zu steigern. Dazwischen auf jeden Fall ausreichend Rest und die Rest zwischen den Sätzen auch zum Fokussieren
verwenden. Wirklich zu 100% bei der Sache sein, ihr geht ins Training, ihr seid bei euch. Genau, weiter geht's mit Reverse Butterflies. Zwei Sätze, 10 bis 12 Wiederholungen, hier schön fokussiert. Fehlerquelle Nummer 1, hier, die ich leider sehr oft im Studio sehe, dass man einfach zu weit nach hinten geht. Geht so weit nach hinten, dass eure Arme mit dem oberen Rücken eine Verlängerung, eine Gerade bilden und dann habt ihr die effektive Range of Motion für eure hintere Schulter auch erreicht. Intro-Workout gab es dann noch einmal Total Aminos, Energy Plus, habt ihr 100 Milligramm Koffein, einfach weil ich davor eben nur den Pump Booster hatte und dementsprechend meine Performance mit ein bisschen Koffein noch boosten wollte. Kann man auf jeden Fall machen. Hier auch noch einmal von der Perspektive die Reverse Flies, damit man sieht, wie weit ich hier wirklich effektiv nach hinten gehe. Dann geht's weiter, ich war da auf jeden Fall schon gut erledigt. Weiter mit den Hammer Curls. Auch hier gibt es einen Aufwärmsatz, 50% mit dem Arbeitsgewicht. Da reicht mir dann bei den Folgeübungen eigentlich ein Aufwärmsatz. Und dann geht es auch schon weiter zum Arbeitsgewicht und zwar mit 22,5 Kilogramm. Ich verwende hier auch Zughilfen, damit quasi meine Griffkraft nicht zum limitierenden Faktor wird. Arme bei mir auch tendenziell eher eine Schwäche, die ich jetzt priorisiert habe und ich finde, die kommen auf jeden Fall sehr gut nach. Hier zwei Sätze, 8 bis 10 Wiederholungen, maximal produktiv und effektiv und ich kann euch auch empfehlen, das Ganze auf einer Kurzhantelbank auszuführen, dadurch könnt ihr die Schultern schön hinten fixieren und wirklich nur effektiv aus dem Bizeps bzw. Brachioradialis hier bei Hammer Curls arbeiten, wirklich eine super Übung. Wenn man hier stärker wird, kann man dem Arm eigentlich förmlich beim Wachsen zusehen, also auf jeden Fall richtig cool. Hier noch einmal Satz Nummer 2, wollte ich euch einblenden, damit man sieht, ich gehe ins Muskelversagen. Die Sätze sind intensiv, ich treffe den Muskel, ich trainiere nicht dran vorbei und dementsprechend reichen die zwei Sätze auch und ich kann einen sehr guten Wachstumsreiz setzen. Dazwischen wieder alle Daten in die Trainings-App oder in meine Coaching-App eigentlich eintragen. Auch die verwende ich natürlich für mich selbst, nicht nur für meine Kunden. Und dann geht es weiter mit Face-Away Cable Curls. Sehr, sehr gute Übung, weil man hier wirklich sehr viel Last in der gedehnten Position hat. Bewusst ganz nach hinten geht, Bizeps auf Spannung, auf Stretch bringt und dementsprechend die Bewegung nach vorne ausführt. Ihr seht hier auch, die Negative ist bei mir tendenziell immer sehr kontrolliert, weil hier eben auch sehr viel Stimulus liegt. Das heißt, Negative wirklich immer zu 100% kontrollieren. Dann geht es weiter, weil ich auch jetzt in meinem Plan bewusst den oberen Nackenbereich, hinteren Schulterbereich, oberen Rückenbereich fokussieren möchte. Ist einfach eher noch eine Schwachstelle bei mir und bringt oder tut dem Look oder Erscheinungsbild sicher sehr, sehr gut. Darum zwei Sätze Face Pulls, um genau die Zielregionen des aktuellen Plans zu attackieren. Mit 12 bis 15 Wiederholungen, hier auch maximal effektiv, produktiv. Stell mir vor, dass ich gedanklich die Mitte des Seils auf Kinnhöhe heranziehe und habe da wirklich eine sehr gute Mind-Muscle-Connection. Dann zwischendurch noch zwei Sätze Cable Crunches für mich. Die effektivste Übung mit dem engen Rudergriff habe ich auch erst vor kurzem in Reel auf Instagram hochgeladen. Also check das an der Stelle gerne ab. Dort gehe ich näher auf die Übung drauf ein. Kann ich sehr empfehlen. Dann auch mal regenerieren. Für die letzte Übung jetzt stehen noch zwei Sätze Shrugs an, um speziell den oberen Nackenbereich zu attackieren. Hier zwei Sätze, relativ isoliert. Ich taste mich hier vom Gewicht lieber langsam ran, um da auch keine Verletzungsgefahr zu steigern. Und das war's mit meinem aktuellen Pulltraining für mehr Gains. Und genau so sieht mein aktuelles Pulltraining aus. Ich hoffe, die Einblicke haben euch gefallen. Gebt gerne Bescheid, wenn ihr alle Trainingstage von meinem aktuellen Trainingsplan in dem Format sehen wollt. Schreibt einfach einen Kommentar runter. Ansonsten Daumen nach oben nicht vergessen und ein Abo auf diesen Kanal, denn aktuell sind 2 Videos die Woche geplant. Ich bin mehr als durch. Wie ihr gesehen habt, ich habe sehr intensiv trainiert. Schau wirklich, dass ich den Zielmuskel immer zu 100% treffe. Und der Fokus dieses Planes war ganz klar auf den oberen Rückenbereich, Trapez, aber auch die Arme ausgelegt. Insgesamt ein sehr guter Plan, wo ich sehr viel Progress machen kann. 2 Sätze habe ich jetzt sicher auch schon im Voice so gesagt. Dementsprechend verfolgt ihr immer eure Ziele. Ich melde mich für heute ab. Wir sehen uns aber auch schon ganz bald im nächsten Video. Darum unbedingt den Kanal abonnieren. Haut rein. Ciao, ciao.